Und dies ist der zweite Teil meines Interviews mit dem Unternehmer Hermann Jäger von den Milchwerken Jäger, Milchwerk Jäger, GmbH, genau. Entschuldigung. Ja, das erste war schon mal sehr erhellend, wenn es darum geht, dass ein zuverlässiger Unternehmer, der sich um seine Belegschaft kümmert, sodass es dieser Belegschaft gut geht, dass sie sich glücklich fühlen, in der Produktion mit innovativen Ideen billiger und also günstiger produzieren kann als die Konkurrenz, damit dem Zulieferern, den Bauern einen höheren Preis bezahlen kann und trotzdem den günstigsten Preis für die Discounter anbieten kann, dass es sowas überhaupt geben kann, ist faszinierend. Und wie er das gemacht hat, haben wir im ersten Interview, im ersten Teil des Interviews besprochen. Jetzt geht es darum, wie hast du es geschafft, ein Mindestmaß an Freiheit und Selbstbestimmung zu erhalten unter den derzeitigen Flut von Verordnungen, die sich jede Woche scheinbar ändern? Wie hast du es gemacht, dass auch bei euch weiterhin Kunden und Mitarbeiter weitestgehend zufrieden sind? Ja, es ist wirklich mühsame Arbeit. Also seit 2 Jahren laufen wir jetzt hinter diesem Corona-Unsinn nach. Keiner kann aus. Und die Regeln ändern sich, wie du sagst, fast täglich und werden immer komplizierter. Aber wir müssen da durch, weil wir können nichts ändern. Wir hatten am letzten Tag, bevor es nicht mehr gegangen ist, Betriebsversammlung. Das war Mitte März 2020. Da habe ich dann, erstmal habe ich ein Asterix-Bild hergezeigt, wo da einer sagt, Coronavirus, dass das keine Neuerfindung ist. Und dann habe ich gesagt, dieses Virus ist da, wird uns für immer begleiten, weil alle anderen Viren sind auch da und begleiten uns. Und es wird erst wieder normal, wenn wir das akzeptieren. Gut, ich hätte nie gedacht, dass wir 2 Jahre drauf immer noch vom selben Unsinn reden, aber hat sich damals alles so herausgestellt. Erst wenn wir mal das wieder alles als normale Erkältung sehen, wenn einer krank ist, ist er halt daheim und krank geschrieben, und wenn es ihm wieder gut geht, kommt er wieder, so wie es halt immer war, dann werden wir das überwunden haben. Aber aktuell ist es wirklich ziemlich schwierig. Müsst ihr eine Maskenpflicht innerhalb des Betriebes einhalten? Oder also ich persönlich kann mit der Maske nichts werden, weil ich leide an Sauerstoffmangel, ich leide an meiner Rückatmung, ich kriege Hustenanfälle und werde nach einer Weile auch schwindelig oder komisch im Kopf, dass ich nicht mehr richtig denken kann. Das ist ja nicht mein spezifisches Problem, sondern es ist ja ein systemisches Problem, dass man durch diese Masken nicht vernünftig atmen kann und auch das giftige Kohlendioxid nicht abgeatmet werden kann. Was macht ihr konkret, um den Mitarbeitern so gut wie möglich und auch den Kunden so gut wie möglich Freiheiten einzuräumen? Gut, es ist so, die Maskenpflicht besteht offiziell laut der Verordnung, soweit ich weiß, auf allen Verkehrswegen oder wo halt Leute beieinander stehen. Bei uns ist ich zum Beispiel trage keine Maske, ich habe auch eine Befreiung, wie viele meiner Kollegen. In der Praxis wird es nicht so angewendet. Wo mehrere beieinander stehen, sollten Masken getragen werden. Wir machen das vor allem so, wir haben sehr viele Arbeitsplätze, ob das am Käsefertiger ist oder an der Schaltzentrale, wo einzelne Leute nur arbeiten, und wer Maskenbefreiung hat oder das absolut nicht tragen kann oder will, teilen wir die Arbeiten so auf. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wo man nicht genau neben einem und gegenüber von einem stehen muss. Oder wo zwei Leute gegenüberstehen, haben wir also eine Plexiglaswand eingebaut, dann brauchen die auch keine Maske. Wir gehen da so weit auf die Leute zu, dass jeder zufrieden ist. Und es gut, mit der Zeit haben wir eine Routine in diesem Ganzen. Es geht recht gut. Wunderbar. Und eure Kunden, kriegen die einen riesen Schreck? Oder? Ja, die wissen ja das nicht. Das
Das sehen wir ja bei Besuchern. Es gibt ja bei anderen Firmen furchtbare Vorschriften. Die ersten, wenn dann einer kommt, die kommen ja furchtbar verängstigt, wenn irgendwelche Lieferanten, Vertreter oder so kommen, denen sowieso. Bei uns braucht man sowas nicht und da sind sie dann meistens sehr glücklich. Aber bei anderen Firmen sind ja furchtbare Vorschriften. Und was mich eben doch zufriedenstellt, je schlimmer die Vorschriften, es geht keinem besser. Die Leute sind da genauso infiziert. Man kann niemanden wegsperren und das geht in allen Betrieben gleich. Ob er jetzt dort strenge Regeln einführt oder nicht, es geht letztendlich hat das überhaupt keine Auswirkung auf irgendein Ergebnis, ob er jetzt mal positiv wird oder nicht. Naja, ich meine, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen. Zum einen, dass Viren deutlich kleiner sind als die das Gewebe der auch der medizinischen Masken, also die schlüpfen durch. Ja. Was zurückgehalten wird, sind Tröpfchen. Infektionen im Sinne, wenn ich huste oder mich sonst wie räuspere, dass die Feuchtigkeit, in der die Viren auch sein könnten, zurückgehalten wird. Aber das ist eigentlich auch alles, denn was erstmal in der Luft ist, geht durch die Maske rein wie raus, habe ich gelesen. Und ich weiß auch, dass man in Operationssälen mal eine Studie gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, ob es in Holland war oder in Amerika. Auf jeden Fall hat die Hälfte der Operationen fand mit OP-Maske statt, die andere Hälfte der Operationen fand ohne OP-Maske statt und die nachfolgenden Infektionshäufigkeit war identisch. Also das Einzige, was sie verhindern mussten, ist, dass der Operateur eben niesend oder spuckend oder hustend in die offene Wunde, an der er gerade operiert, das musste auf jeden Fall vermieden werden. Aber ein verantwortungsvoller Operateur steht eben auch nicht an einer offenen Wunde und schneidet den Menschen auf, wenn er gerade eine Virenschleuder ist. Genau, und wir sind ja Lebensmittelbetrieb. Die Leute sind Hygiene gewohnt. Wir haben ja die Kurse immer so, wie man sich benimmt beim Produkt. Wenn man vor einem offenen Produkt steht, muss man halt die Hygiene einhalten. Wir haben auch Hygieneschleusen, wo man Hände desinfiziert und die haben ja auch eine weiße Kleidung an und ein Haarnetz, dass ja kein Haar ins Produkt fällt. Wir sind es ja gewöhnt, mit Lebensmitteln umzugehen. Deshalb ist ja das alles nichts Neues für uns. Aber ein Kollege von mir, der sich gerade mit der ganzen Hygiene abgibt, der hat schön gesagt, wie er die ganzen neuen Regeln gehört hat gegen Corona, da wäre ja alles, was ich bis jetzt gelernt habe, Unsinn gewesen. Dass Masken helfen würden und alles. Das hat er gleich gesagt, das ist da alles nur Blödsinn. Da hätte man bis jetzt alles falsch gemacht. Und das stellt sich ja in der Praxis jetzt auch raus. Das ist ja oft so frei erfundene Regeln, so ein Unsinn. Warum soll nachts das Ganze gefährlicher sein wie tagsüber? Das ist lauter wirklich Unsinn, was da kommt. Ja, das kann man, also es sind ausgesprochen, wenn ich es mal parodistisch sagen darf, intelligente Viren, die genau wissen, dass man sich im Supermarkt nicht anstecken kann, aber sehr wohl, wenn man in ein Bekleidungsgeschäft geht, da sind sie viel ansteckender, da muss man viel höhere Sicherheitsstandards haben, dass man nach 23 Uhr sind sie anscheinend auch alle gefährlicher. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Vorschriften, die man so... wenn man sie mal vernünftig hinterfragt, kann man sie nicht mehr verstehen. Genau, wir hatten ja dann ja in Bayern lang Ausgangssperre. Letzten Winter, die ist ja zum Glück dann vom Gericht verboten worden, haben alle unsere Mitarbeiter extra Schreiben gehabt, dass sie in die Arbeit fahren, falls sie von der Polizei aufgehalten werden, weil man durfte ja gar nicht auf der Straße sein. Es ist ein bürokratischer Aufwand ohne Ende und ständig hat es was Neues gegeben. Dann meistens fast alle Regeln sind nur deshalb aufgehoben worden, weil das Gericht untersagt hat. Wie jetzt in Bayern die 2G-Regel wieder im Geschäft. Kann man wieder als Ungeimpfter auch reingehen. Aber ohne Gericht hätten wir wahrscheinlich alle Regeln noch. Und jetzt das Schwierigste ist natürlich die Testpflicht. Das ist eine große Herausforderung für uns und vor allem kostet es einen Haufen Geld. Weil wir müssen ja täglich testen aktuell. Das ist in Bayerisch, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland ist, in Bayern ist es so. Und ich habe gleich gesagt, entweder wir testen niemand oder alle. Wir haben ja dann auch fragen müssen, wer ist geimpft und wer nicht. Und allen wissen wir es nicht und das ist mir auch egal. Aber in unserer Firma, wir sind da ein
Export der Glücklichen. Wir sind unter 50% Impfquote. Viele machen es, wenn der Chef sich nicht impfen lässt, dann brauche ich auch nichts. Das ist eine schöne Aussicht, einige deutlich ausgesagt, und das wirkt. Und das sind dann die, die in schwierigen Zeiten wie jetzt dann unsere Produktion aufrechterhalten, wenn die ganzen Geimpften krank sind, wie sie aktuell doch sehr dramatisch ist. Wir haben aktuell 50 Ausfälle, die positiv sind. Das ist und enorm. Positiv heißt ja aber noch lange nicht ansteckend. Das muss man ja wirklich mal ganz laut und deutlich sagen. Ja, schon, aber wir müssen ja täglich testen. Wir testen alle, die Geimpften und die Ungeimpften. Bei uns gibt es keinen Unterschied. Das kostet uns 25.000 Euro im Monat. Aber überhaupt nicht zur Spaltung beitragen. Bei uns werden alle gleich behandelt, und vor allem will ich alles verhindern, um nicht, dass sich ein Mitarbeiter impfen lässt, nur damit er da auskommt. Also will kein Argument für irgendwas machen, dass sich einer gezwungen fühlt, sich impfen zu lassen. Und deswegen machen wir das. Und das Risiko ist halt, dass dann viele positive Fälle da sind. Und jetzt mit Omikron merkt man es richtig. Die meisten haben es ja eh schon gehabt im Laufe der Zeit. Ich hatte auch im November Corona, viele Kollegen haben es gehabt, und das war immer wieder, sind halt 3-4 ausgefallen, aber so massiv wie jetzt, 50 auf einmal ausfallen, waren noch nie. Jetzt kommen alle die, die noch nie krank waren oder auch positiv. Da müssen wir halt durch, und ich denke, in 2 Wochen ist das überstanden. Die Testpflicht geht erst bis Mitte März, zumindest das Gesetz, hoffentlich ist dann aus. Aber ich bin ziemlich sicher, dass dann aus ist, weil dann haben sie alle gehabt. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, die Arbeit, was wir Arbeit aufwenden, dass die alle sich testen müssen. Es war ja schließlich auch eine Kontrolle hier, waren 2 Polizisten und 3 vom Gesundheitsamt hier, haben alles zerlegt. Also es wäre nicht denkbar, nicht zu testen. Das spricht sich ja auch rum bei so vielen Leuten, das kann man nicht machen, die würden uns zusperren. Geht aber nicht, weil am Anfang haben wir auch überlegt, testen wir überhaupt, aber das hat sich schnell geklärt, als die Kontrolle kam. Selbstverständlich testen wir. Und ja, wir sind heute halt da im Fokus. Und auch etwa, sagen wir, ein Viertel der Mitarbeiter ist sehr aktiv im Widerstand. Wir haben jeden Montag jetzt den Spaziergang. Wir hatten letzten Winter die Demonstrationen, wo für einen kleinen Ort wie Haag oft Hunderte da waren. Viele unserer Mitarbeiter, das hat mir ein richtiges Zusammenhaltungsgefühl gegeben. Ich wusste selbst nicht, dass unsere Leute alle so denken, oder viele. Das habe ich erst gemerkt, wie ich es gesehen habe auf der Demonstration, dass so viele Kollegen da waren. Und es gibt ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl, dass alle merken, niemand ist alleine. Und das ist ja wirklich schlimm. Das ist mit in der Corona-Zeit das Schlimmste, wenn man einmal ist alleine und alle anderen denken anders. Bei uns ist das eben genau nicht so. Das heißt, damit ist auch das, was in öffentlicher Meinung veröffentlicht wird, ist ja nicht das, was als Meinung tatsächlich in einem großen Teil der Bevölkerung vorhanden ist. Und es wird in dem Moment sichtbar, wo man sich physisch wieder trifft, was ja nach meiner Einschätzung auch ein Grund ist, dass man Lockdowns macht, damit die Leute eben physisch nicht zusammenkommen können, um festzustellen, mit wem sie einer Meinung sind und mit wem sie nicht einer Meinung sind, und dass man sich ja auch gegenseitig den Rücken stärkt. Wenn einer hat das eine recherchiert, ein anderer hat was anderes recherchiert, und wenn man sich dann austauscht, dann kommt natürlich eine breitere Informationsquelle zum Tragen. Genau, und das ist ja das Schöne an so Möglichkeiten wie einen Spaziergang oder auch im Internet vernetzt, dass jeder sieht, wer sonst noch da ist, und dass man sich dann austauschen kann. Das ist den Leuten so wichtig. Und ich merke auch viel mehr Dankbarkeit wie früher. Die kommen wirklich zu mir, einige, und sagen, sie sind dankbar, dass es bei uns so ist, wie es ist, und nicht, wie es in anderen Firmen ist. Es gibt, ich kenne ja viele Leute, die woanders arbeiten, das ist stellenweise schrecklich, wie die Leute drangsaliert werden, wenn sie ungeimpft sind, wenn sie bis zum Drohen des Arbeitsplatzverlustes in anderen Firmen. Das ist merkt furchtbar, ihr, psychisch. Merkt ihr, dass ihr zusätzliche Bewerbungen habt? Ja, aktuell ist es sehr schwierig, Bewerber zu finden. Das ist überhaupt, weil wir sind nah an München und der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt.
vor allem Ausländer wandern viel ab. Wahrscheinlich wird es bei uns besser sein, weil wir stellen ja immer wieder Leute ein und die natürliche Fluktuation ist ja auch da. Wir haben allerdings einige, die wollen auswandern, die aus Kroatien kommen oder auch aus Polen. Die machen das Theater nicht mehr mit, die wollen das Land verlassen. Ich habe es gesehen, unser Ort hat 6.500 Einwohner, unsere Gemeinde auch. Letztes Jahr haben den Ort 170 Polen verlassen, etwa 30 Kroaten und noch einige andere. Weit über 200 Einwohner hat unser Ort jetzt weniger als letztes Jahr, obwohl wir in der Boomregion um München sind. Die Leute werden weniger und Arbeitskräfte finden es schwieriger jetzt. Ob es anderen schlechter geht, ich kann schlecht beurteilen. Wir haben genug Leute, das ist nicht das Problem, aber es wird knapper mit den Leuten. Wobei man ja dazu wissen muss, und es wird ja in den allgemeinen Medien auch nicht transportiert, dass in Polen und Kroatien heißt es ja, gelten dieselben Restriktionen wie hier. Und jeder, der persönlich nach Polen oder Kroatien fährt, erzählt, dass wenn überhaupt Masken, dann hängen sie unter der Nase. Die einzigen, die stringent mit Maske auftauchen, sind die, die frisch aus dem Flieger steigen. Und kaum sind sie einen Tag im Land, fallen die Masken an allen Stellen. Die Restaurants sind offen, die Beschränkungen werden offiziell angekündigt und kontrolliert tut sie niemand. Also es ist eine ganz andere Freiheitsgrade, die dort möglich sind für den Einzelnen. Und dann ist es natürlich logisch, dass Menschen, die aus diesen Ländern kommen, sagen, was soll ich mir das hier antun? Dann gehe ich lieber nach Hause. Ich glaube, wir haben genug Arbeitsplätze. Wir haben etliche Polen, die auch bei uns arbeiten, weil in unserer Region leben wirklich viele Polen. Und die fahren dann in die Heimat und sind erschrocken, wenn sie wieder zurückkommen über unsere Maßnahmen. Weil dort ist einfach nichts. Auch wenn sie auf dem Papier die Maßnahmen haben, die haben es einfach nicht. Ich war letztes Jahr selbst in Polen, ich war in Kroatien, ich war in Schweden, das ist so wie im Paradies. Da ist nichts. Und dann kommen die nach Deutschland und sind erschrocken über das, was bei uns passiert. Es ist wohl nirgends so schlimm wie hier. Das ist ein extrem intelligenter Virus. In Deutschland ist er dreimal so gefährlich wie in allen anderen Ländern, die keinerlei Beschränkungen oder fast keine Beschränkungen haben. Und dennoch sind die Sterbefallzahlen in diesen Ländern ja nicht höher als hier auch. Ja. Nicht, also sie haben ja nicht mehr Kranke oder ja Kranke, sie haben ihre Krankenhäuser nicht mehr überlastet. Es funktioniert alles reibungslos weiter, ohne diese massiven Restriktionen. Und nur bei uns wird uns dann vermittelt, ja, das ganze Land funktioniert nur deshalb noch, weil wir diese Restriktionen haben, nicht? Dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind, obwohl wir genau wissen, dass sie 4.000 Krankenhausbetten abgebaut haben während der Pandemie, statt aufzubauen. Und die Intensivstationen waren teilweise leer. Es gibt ja ganz witzige Fotos aus Intensivstationen, wo man einfach Puppen in die Betten gelegt hat, um den Eindruck zu erwecken, das sei also überlastet. Ja, da fragt man sich, was wird in Wahrheit gespielt? Ich habe ja im Bekanntenkreis auch Krankenschwestern. Wir haben hier in Hager Krankenhaus, das ist nachts dunkel, weil 3 bis 4 Zimmer beleuchtet sind, weil alles leer steht. Und es ist unglaublich, die Lügen, die da passieren, die da gesagt werden. Es ist auch so, dass eine Krankenschwester, die ich kenne, wurde entlassen, weil sie es erzählt hat, wie es dort betrogen wird. Das sind die Tatsachen. Das ist wirklich furchtbar. Sie ist nicht die Einzige, die entlassen worden ist, nachdem sie ehrlich erzählt hat, was in ihrem Krankenhaus tatsächlich der Fall ist. Und im Moment geht es ja gerade den Ärzten und dem Krankenhauspersonal, ich sag mal fast an den Kragen, die berichten, wie viele Menschen mit Impfnebenwirkungen bei ihnen sind. Naja, ganz klar. Und auch wir sehen es. Wir haben einige Mitarbeiter mit Herzproblemen, die schwer krank sind nach der dritten Impfung. Die Erfahrung ist so bei uns, dass erst mit der dritten Impfung die Nebenwirkungen richtig wirken. Das war in der Vergangenheit nicht so, aber jetzt fehlen mehrere. Ja, was ein Glück, dass wenigstens die Hälfte ungeimpft ist und davon nicht betroffen ist. So ist es. Für das Weiterführen deines Betriebes. Ja, noch irgendwas,
Was ist erwähnenswert ist, wie man als Unternehmer, ich habe gehört, es gibt jemanden, der hat Spucktests für sein Unternehmen angeschafft. Statt Wir haben diese. es selbst nicht angeschafft, aber wir haben ein Testzentrum hier. Das ist eine aus unserer Telegram-Gruppe, die so denkt wie wir, die macht Spucktests und die Mitarbeiter können da auch hingehen. Das kostet ja nichts. Spucktests. Spucktests, oh ja. Ja, wird ja angeboten in der Nähe unserer Molkerei und viele gehen auch dorthin. Kein Problem. Ja. Das finde ich einen wesentlichen Unterschied, denn ich persönlich weigere mich, mir ein Stäbchen bis an die Trennwand zur Blut-Hirn-Schranke stecken zu lassen, von dem nicht sicher ist, dass es nicht mit dem Desinfektionsmittel, das hochgiftig ist, immer noch verseucht ist. Das ist ja an vielen Stellen gekommen und ich möge mir einfach nichts in die Nase stecken lassen, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass es ein harmloses Wattestäbchen ist und schon gar nicht in der Nähe der Blut-Hirn-Schranke. Ja, so ist es gut. Die Mitarbeiter machen ja selbst Tests, da fährt schon keiner so weit rein, aber selbst mir ist mal passiert, ich war wo ich die nicht gesagt haben, wie sie testen, dass man schreit, so weh tut. Aber in der Regel mache ich auch Spucktests, wenn ich es brauche, fürs Ausland fahren. Ich bin ja doch, bin vielleicht nie so viel gereist wie gerade letztes Jahr. Man schafft es, das heißt immer, man kann nicht reisen, ich war in vielen Ländern. Aber wenn ich einen Test brauche, gehe ich halt auch dahin, dann kriege ich einen Spucktest. Dann habe ich mein Zertifikat, dass ich in ein anderes Land fahren kann. Super. Wunderbar. Ja, man muss jemanden kennen, der jemanden kennt, wie es früher mal so war. Und dann gibt es eine Lösung für fast alle Vorschriften und Verwaltungsakte, unlogisch, wie sie nun mal sind, um da mit seiner persönlichen Integrität durchzukommen. Ja, ganz klar. Ich bin doch zuversichtlich, dass jetzt in Kürze alles aufhört, weil es ist nicht mehr haltbar. Auch wenn wahrscheinlich Deutschland mit das langsamste Land ist, aber alle sehen, wie es im Ausland ist, ist nicht mehr haltbar, der ganze Blödsinn aufrechtzuerhalten. Und alle sehen, dass es im Ausland, obwohl es diese Vorschriften nicht mehr in dem Maße gibt oder fast gar keine mehr gibt, die Leute nicht tot umfallen mit einem verwandelten Grippevirus, wobei inzwischen ja auch ans Licht gekommen ist, dass der PCR-Test nicht zwischen Grippe und dem sogenannten SARS-CoV-2 unterscheiden kann. Das heißt, reichliche Mengen Leute sind einfach grippepositiv gewesen und werden dann als Corona-Patienten gehandelt. Also sehr interessant. Ja. Ganz herzlichen Dank. Wenn du nichts Wesentliches mehr hast, dann Das Wesentliche haben wir gesprochen und bin ja grundsätzlich zuversichtlich. Die Corona-Probleme hatten auch was Gutes, muss man einfach so sagen. Ein großes Wunder ist, muss ich immer wieder sagen, ohne diese Krise hätten sich der ganze Freundeskreis, alle die Leute, die ich kennengelernt habe, uns nie getroffen. Das hat doch auch was Schönes. Und im Privatleben ist auch alles neu aufgemischt worden. Der Freundeskreis, alles andere. Es wäre nie so gekommen und jede Krise hat doch einen Vorteil und endet zum Guten. Die Entwicklung wird immer sich zum Guten ergeben, auch wenn es nicht so aussieht am Anfang. Dem möchte ich zustimmen. Ich finde es großartig, was bei mir auch an neuen Freundschaften entstanden ist, welche tollen Menschen ja auch die Bekanntschaft mit dir verdanke ich dieser Krise. Es ist einfach eine Freude zu sehen, wie viele Menschen selber denken. Und ich bin völlig mit dir einer Meinung, es wird gut ausgehen. Wir werden diese ganze Sache, wird in sich zusammenbrechen. Dank auch der vielen Spaziergänge und dank der Friedlichkeit derer, die das nicht so mitmachen möchten. So ist es, ja. Ganz herzlichen Dank, Hermann. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, aus deinem Betrieb heraus dafür zur Verfügung zu stehen. Danke, Astrid, für das schöne Interview. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Ja, gut. Ja. Ciao.